Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute mit einem Muttertagsspezial. Wir haben uns an Bord bei unseren Gästen mal umgehört, wer denn wohl die weltbeste Mama hat. Und ihr werdet es nicht glauben, alle. Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich auch nicht. Heute ist nämlich der wichtigste Tag im ganzen Jahr. Der Muttertag. An alle Muttis überall auf der Welt. Alles Gute. Ja, Mama, du bist die Allerbeste auf der ganzen Welt. Du hast mich großgezogen, danke vielmals. Du hast mich zu dem gemacht, dass ich heute bin. Ah, du bist die Beste. Hallo Mama, ich wünsche dir alles Liebe zum Muttertag und viele Grüße nach Hause. Mama, ich hab dich ganz so lieb, du bist die Beste der Welt. Wer ist für dich die tollste Frau am Muttertag? Meine Mama. Ich bin selber ein Papa, aber egal wie gut ich versuche zu sein, ich werde es nie mehr erreichen, was meine Mama schon ist. Ja, meine Mutter natürlich, weil die mir immer alles gönnt und immer für mich da ist. Herzlichen Gruß an Mama. Mama, ich hab dich ganz, ganz doll lieb und ich will dich niemals in meinem Leben verlieren. Mama, du bist die Beste der Welt. Hallo Mama, ich wünsche dir alles Liebe zum Muttertag. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Du hilfst mir bei allen Sachen. Ich hab dich ganz, ganz doll lieb. Mit dir kann man lachen, feiern, nur auf dem Sofa kuscheln. Ich hab dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Liebe Oma, ich hab dich ganz doll lieb. Meine Mama ist einfach die beste Mama, weil die genauso eine verrückte Nudel ist wie ich. Die ist immer gut drauf, kann einen immer wieder hochbringen, wenn einem irgendwas runtergeschlagen hat. Die ist einfach die Beste. Mama, ich hab dich ganz doll lieb. Mama, du bist die Beste. Deine Söhne Benny und Alex haben dich sehr lieb. Meine Mama ist ganz doll lieb. Die freut sich, wenn ich immer bei sie bin. Ich möchte meiner Mutter zum Muttertag danken, dass sie immer für mich da ist, dass sie schon viel für mich getan hat. Meine Mutter ist die Beste für mich. Die ist immer da, wenn ich sie brauche. Wenn ich sie morgen anrufe, dann hilft die mir, dann kommt die. Sie soll einfach bleiben, wie sie ist und sich überhaupt nicht unterkriegen lassen, egal was alle sagen. Meine Mutter kocht ganz Goldnudeln mit Tomatensoße. Hallo, liebe Mutti, alles Gute zum Muttertag wünsche ich dir. Mama, ich hab dich ganz doll lieb und würde mich freuen, wenn du auch immer noch ganz lange für uns da bist und auch für die Jungs eine tolle Oma bist. Hallo Mama, ich hab dich ganz, ganz arg lieb. Ich wünsche dir alles Gute zum Muttertag. Du hast sehr, sehr viel für mich getan und einen wunderschönen Gruß hier von der Ida. Wir sind jetzt kurz vor Amsterdam. Liebe Mama, viele Grüße zum Muttertag von der Ida. Diese Reise konnte ich machen, weil es dich gegeben hat. Vielen Dank. An meiner Mama ist das Tollste, dass sie immer so lieb ist, dass sie immer zu mir hält und dass sie mir immer so viel schenkt. Wie meine Mama so kuschelig ist. Alles Gute zum Muttertag! Auf Aida Nova gab es ein Wer wird Millionär-Spezial zum Muttertag. Mutter und Sohn zusammen als Team und da sieht man mal, wie wichtig und wie erfolgreich Teamplay in der Familie ist. Schönen guten Abend. Wir spielen mit Jacqueline und Ben heute Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr es hier zu mir auf die Bühne geschafft habt. Ben, was hat dir denn gut gefallen in dieser Woche? Bist du schon mal die Wasserrutschen gerutscht? Echt? Ja? Auch den Racer? Die dunkle, ne? Ja. Den Papa. Ehrlich? Großartig. Mit Papa zusammen? Wie schnell war der? Höllisch schnell. Ja, schneller als alle anderen. Wie der Blitz. Dann würde ich sagen, fangen wir an, weil Wer wird Millionär auf Aida Nova und spielen die erste Frage für 50 Punkte. Okay, klar, ne? Yeah. Ich tippe D und du? D. Ja? Meinst du, das ist, das stimmt so? D? Dann loggen wir D wie Dora ein. Und selbstverständlich ist das richtig. Er ist verliebt, dann verlobt und dann verheiratet. Wenn der Ben sagt, das machen wir, dann machen wir das so. Und die ist natürlich richtig, ist die Barbie. Ja? Super. Ja? So ist das Sprichwort. Ja? Immer nur richtig. Der Papa schmilzt da schon weg vor lauter Stolz da vorne. Und der Ben hat eben gesagt, Mensch Mama, ich weiß das, das ist A. Der Ben ist mein Glücksbringer. Dann sage ich jetzt mal A, ich verlasse mich aufs Publikum. Ist ja doch weit mehr als die Hälfte. Ben, du bist Stachelschwein-Spezialist in der Familie? Ja? Stachelschwein und Biber hingegen gehören beide zur Familie der Nagetiere. Hätte ich mal so einen direkt auf den Ben hören. Gut, hast recht gehabt. Ich probiere es auf jeden Fall. Ich hole
Tu C. C? C, ja, C. Der gesuchte Begriff, der einen Abbildungsfehler einer Linse, einer optischen Linse bezeichnet, ist die Aberration. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ben, du bist ein hervorragender Glücksbringer für die Mama, ja? Wir spielen Frage Nummer 14 für 500.000 Punkte. Die sieht so aus. Sollte diese übrigens richtig beantworten, gibt es einen Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro. By the way. Oh. Ja? Ja. Viel. Das ist viel, ja. Oder? Ich könnte jetzt hier nur raten. Mhm. Ich will den 1.000 Euro Gutschein und hör auf. Ja. Letzte Ansage? Ja. Ja? Mhm. Kein Risiko mehr? Mhm. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss bei Frage 13. Damit habt ihr im Team bei unserem Muttertagsspezial einen Reisegutschein im Gegenwert von 1.000 Euro gewonnen. Das ist euer Preis und euer wohlverdienter Applaus. Und natürlich hat auch unsere internationale Crew ganz, ganz, ganz viele Grüße an ihre Mütter in der ganzen Welt. Yeah, I wanna say thank you to my mother for all the love and care you gave to me. Thank you. I love you. Anyuka draga seretnik. Ti voglio bene, mamma. She's the sweetest woman ever. Liebe Mama, zum Muttertag möchte ich dir heute einmal Danke sagen für die letzten 29 Jahre meines Lebens, die du mit tollen Erinnerungen und Erfahrungen gefüllt hast, sei es das Nähen meiner Kostüme oder das Trösten bei meinem ersten Liebeskummer. Und von allen Milliarden Müttern auf dieser Welt bist du definitiv mit all deinen Ecken und Kanten die Allerbeste. Ich glaube, sie standen mir in den schwierigsten Zeiten meines Lebens beiseite. Ich liebe meine Mama und ich liebe unsere Kaffee-Geh-Momente. Immer wenn ich zu Hause bin, gehen wir Kaffee trinken und quatschen und manchmal auch eine Kugel Eis dazu. Und das ist einfach super. Ich kann meine Mama auch immer anrufen. Sie ist immer für mich da. Und ja, hab dich lieb, Mama. Danke, liebe Mama. Ich liebe dich. Mama, ich hab dich ganz doll lieb. Wir sitzen hier in einer Innenkabine und neben mir ist die Jenny. Sie arbeitet im Housekeeping-Bereich und sorgt dafür, dass unsere ganzen Kabinen und öffentliche Bereiche täglich sauber gemacht werden. My mom, she is really precious for me. I can say that she is really only one for me because she's a very loving mom. Yeah. Yeah, she really cares for us. She takes care for us since the moment that she gives birth. And then until now, even though when I'm coming home, she really makes me feel that I'm really the precious. Ma, you're my favorite person in the whole wide world. You're my best friend, and I'm so absolutely thankful that I have you as my mom. Happy Mother's Day. I love you. Everything is special. The most special thing is that she brought me into this world. So that is beyond anything. Hallo liebe Mama, ich wünsche dir alles Gute zum Muttertag und ich hoffe, du wirst zu Hause von meinen Brüdern ganz doll verwöhnt. When I feel totally shattered sometimes and she is the only one I can call or share my feeling. Mama, I love you. Happy Mother's Day, Mama. What I think, my mother is the best mother in the world for me. Ich liebe dich. I love you, Mom. Mora John bisiozio tashakur bar kulichis ma doste dorum. Mother is everything, so it's my mother. So I love her so much. And I was out, right, I was become 17, and I go away from my hometown. So the for mother, I think, it was very sad. I always call her every day. So we talk a lot, and she's happy because I'm happy. So I hope you're fine. And be happy. Thank you so much. Meine Mutti, ich hab dich ganz lieb. Ich würde sie einfach in den Arm nehmen. Das reicht schon. Und wenn auch ihr Zeit mit euren Liebsten verbringen wollt oder eure Mama mitnehmen wollt, dann geht ihr am besten jetzt ins Reisebüro oder auf www.aida.de oder ihr guckt die Verlockung der Woche. Die habe ich mitgebracht. Bitteschön. Wir starten in Kiel und fahren als erstes nach Haugesund. Auf zum Nordkap. Uns erwartet Honigsvok. Die nächsten Häfen sind Leknes und Bodø. Danach geht es nach Hellesylt und Geiranger durch einen der schönsten Fjorde Norwegens. Wir machen noch Halt in Bergen und Aarhus und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Kiel.
Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder von den Schiffen mit der schönsten Musik und auch diesmal der Muttertagsspezial. Eric Paisley, seine Tochter Linda, ganz, ganz, ganz wunderbar. Bitte schön. Ach ja, der Blumenstrauß, den kriegt die beste Mutter der Welt. Und das ist meine Frau und die steht da. Ja. Ich liebe den dunklen Wald, Berge und Seen. Und ich will Schwärme für ein Eis am Stiel. Ich möchte mit den Wolken ziehen in ferne Länder. Ich sitz mal gern auf einem Krokodil. Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche riesengroß. Warum schau ich nicht auf ein Frosch im Moos? Das Schönste im Leben ist die Freiheit. Denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es auf der Welt zu sein. Sag die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Die klatschen alle für uns. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein.